Ja, ein herzliches Willkommen zu die Sims 4 an die Arbeit und alle stratzen durch die Türe. Ja, die Teenager müssen noch Hausaufgaben machen. Ist ja klar, ich habe ja wieder gewechselt und dann machen sie ja nicht ihre Hausaufgaben. So, Alana ist auf Klo gegangen. Er überdenkt paar Spielzüge und soll dann anschließend hier mit der Rakete auf und davon fliegen. Don geht schlafen, er macht episches Training. Ja, du kannst dann anschließend meinetwegen auch mal ein bisschen trainieren. Ja, wir könnten ja jetzt hier auch noch mal was aufstellen. So. Er ist jetzt konzentriert. Gut. Dann kannst du. Ach so, hier. Na komm. Lass dich anklicken. Ach so, ja, Strom. Geht hier gar nicht. Mit dir mal. So, gut, was musste denn jetzt noch? Raummission. Okay, dann geh mal ins Weltall erkunden. So. So, dann kriegt er nämlich bald wieder eine Gehaltserhöhung. So, und du musst, du kriegst dann beim nächsten Mal. Das ist gut. Du würdest, also du bist auch top. Du musst noch, du bist auch top. Gut. Ja, du musst fleißig arbeiten, du auch fleißig. Gut, wir könnten ja mal gucken, ob was so ist, wenn halt man auf Stufe 10 ist. So, ja, er muss wieder Muskelmasse aufbauen. Das hat er in letzter Zeit sehr vernachlässigt. Reise zum Mond. Silas hat den Mond im Visier. Soll er kreisen und beobachten oder versuchen zu landen? Landung, bitte. Vielleicht findest du den Mann im Mond. Oder den berühmten Mondkäse. So, und die ist angespannt, weil sie zu wenig trainiert. Ja, das ist ja deine Entscheidung. Oh, hier liegen Forever. Hamburger. Mondlandung. Volltreffer. Der Spürhund ist gelandet. Silas befindet sich jetzt sicher auf dem Mond. Soll er die wissenschaftlich wirkende Sonde ausschicken oder rausgehen, um die Oberfläche selbst zu erkunden? Ach, geh mal zu Nun Fuß. ja, Noch Perfekte Stunden. Okay, dann verschieben wir mal eben schnell, bevor die nächste. Okay. Mondspaziergang. Dies ist ein kleiner Schritt für einen Sim, doch ein etwas unbeholfener, hechtender Schritt für die Simheit. Silas erkundet die Mondseen, das Mondgestein und noch mehr Mondgestein. Er nimmt etwas davon für zu Hause mit. Okay. Ah, oh. Ach, och Mann, warum immer nur die gleichen? Du hättest doch was Neues entdecken können. So, zack, rein damit. So, gut. Ah, Seishi. Ja, sie ist total angespannt. Wagner. 75% hat sie schon. Ah, Unser Marvin ist Trina. fertig. Warwick? Web Jabe. Wixen Banasa. Jabin Derka. Hibs. So, gut, sie ist fertig. Orphan.
Kabura. Du willst trainieren. Dann gehen wir mal kurz zu Christian. Dann kann sie hier. Nee, sie geht lieber. Hä? Okay. Dann geh hier halt trainieren. Okay, kannst du auch da meinetwegen, dann kannst du die Wellness, dann mach mal hier Yoga üben. So. Du musst. So, ich mach das, was ich auch in der anderen Familie gemacht habe. Und dann kommt noch das dran. So, jetzt müssten wir in der Lage sein. So, du bist noch unterwegs, ja. Oh, Cardool. So, dann die plaudern miteinander. Haben wir hier unten irgendwo. Glaub aber nicht, das sind Bücherregale. Geschirrschränke. Dann würde ich sagen, geht der einfach mal hier Outfit planen. So. Dann verändern wir nämlich jetzt mal, bei mir sind die Teenager einfach viel zu dürr allesamt. Die kriegen, ja, also sie sind okay, sage ich mal, einigermaßen. Aber sie sollen halt nicht so, wenn man halt sie sich anguckt, ja, es ist zu extrem dünn. Ja. So. Gut, ich will auch nicht arg viel von den verändern, nur halt so ein bisschen. Oloate! So, Madame. Wie schaut, ja, seht ihr hier fast unten. Das ist natürlich nicht so prickelnd. Deswegen kriegt sie halt ein bisschen. So. Ja, bah. Dann sieht sie nicht mehr so hungerhakenmäßig aus. Wie hier unten. Nisch. Ne, also. Jetzt sieht man es komischerweise hier nicht so. So. Aber draußen wird man es jetzt so erkennen. So, dasselbe Spielchen bei ihm. Der ist dann, ja, guckt, der ist sogar noch dünner als sie. Als unsere Chantal. Das geht natürlich nicht. Deswegen kriegt er schon ein bisschen. Never wash. Nö, 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 du bist noch nicht zu dick. Das ist halt hier wirklich mit diesen zwei Reglern so ein, ja, und er kriegt auf jeden Fall jetzt mal so, so kriegt er da auch ein bisschen mehr. So. Dann sieht er nicht mehr ganz so klapprig aus. So. Naja, ein bisschen runter. So. Sie ist jetzt wo? So. Gut. Und jetzt noch er. Tun wir mal kurz Nachtwäsche. Ja, er ist auch. Man sieht halt die Rippen und. Nee. Das.
soll nicht so sein. So ein paar Muskeln sollen erkennbar sein. Nüsch. Nüsch, ja. So. Ja, er sieht auch... Wie sieht's denn bei... Ach, der ist auch so dünn. Meine Güte. Aha. So. Bam for Mikosi. Irgendwie sind die bei mir alle so dünn geraten. So. Gucken wir auch bei ihr dann mal kurz. Jetzt ziehen wir auch ein bisschen hoch. So. Was ist bei dir? Du siehst... Ja. Reduzieren wir bei dir ein bisschen. So. So. Ach, der ist auch so ein Hungerhaken. Meine Güte, warum? Esst ihr nicht genug? So, ja. Mhm. Mal sehen, wie lange das vorhält. So, gut. Jetzt haben wir sie alle ein wenig hochgepimpert. Hm. So, okay. So. Ah. Die waren ja doch alle außer Silas. Der war halt im oberen Bereich. Alle anderen, ja, die essen wohl nicht genug. Die, waren alle viel zu dünn. Ein Windhauch und sie wären, davon geweht worden. Jawohl. Und das geht ja nicht. Hinterher sitzen wir hier vor einem leeren Haushalt, weil, naja, beziehungsweise einer wäre dann übrig geblieben, der Silas, und alle anderen wären auf und davon geflogen. Jetzt lass mich raus. Los. Dreh dich schnell. Zum. Los. Hm. Ach. Hm. So. So. Dann können wir sie uns jetzt mal ein bisschen angucken. Ja, so sieht sie doch. Manierlicher aus, nicht mehr so abgemagert. Sie ist noch dünn genug und er sieht auch okay, er ist nochmal weggeflogen. Ratter, ratter, bumm. Silas ist gerade auf dem Rückweg vom Flohmarkt auf dem Kometen Esson, als er im Frachtraum seines Raketenschiffs ein Rumpeln wahrnimmt. Er geht nochmal die Marktausbeute durch. Definitiv nichts Lebendiges. Soll Silas laut rufen oder was auch immer es ist, überraschen. Rufen. So. Ja. So sieht er auch besser aus. Silas ist sicher von der Erkundung des Kosmos zurück. Ja, okay. So, gut. Silas, wie wär's? Jemanden massieren, Massage anbieten. Und Lavendel. Ja, Rosmarin. Lotus. Ja, die anderen pennen ja. Mach sie. So, dann hör mal auf.
Dann machen wir es halt anders. Guck mal hierher. So, dann. Freundlich. Massage anbieten. Aroma, Lotusblüte. Gut, sie macht anscheinend Zusatzhausaufgaben. Hallo, Kleines. Guck mal, der Papa ist da. Tu nicht so. Im fallenen Simse. So. Benor Sneep. Beringo. Frutsch. So, der Papa möchte dir was Gutes tun. So. Oh ja, der Garten muss unbedingt gepflegt werden. Wie sieht's denn aus? Sie muss auf Klo. Blase, Hunger. So, dann geh mal hier auf Klo. Geh dann was essen. Und ich hoffe, sie muss. Nee, sie muss nicht. Dann kann sie sich hier auf jeden Fall um. Ach ja, okay. Wenn sie auf Klo war, können wir ihr sagen, dass sie sich hier unbedingt um den Garten kümmern muss. So, komm schon, Madame. Gartenpflege. Dann kannst du ja, das macht sie ja alles automatisch. Dann so. Donny Boy, musst du arbeiten? Nein, auch in 3 Tagen. Gut, dann geh erstmal. Ja, isst jetzt was. Dann kann er auch anfangen mit der Gartenpflege. So, und wie es weitergeht, sehen wir dann im nächsten Part. Schön, dass du dabei warst. Schön wäre es, wenn du auch im nächsten Part dabei sein würdest. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Tag, einen schönen Abend, viel Spaß und bis denne dann. Tschüss.